Meine lieben Leute, wir haben heute wieder eine tolle Aufgabe in Toilet Tower Defense, eine Challenge, wie es sie schon ein paar Mal gegeben hat. Aber ich probiere die Challenge jetzt auch, Leute, und zwar werde ich heute nämlich nur Christmas Units nutzen, aber eben nicht in der Christmas Map, sondern nämlich in der neuen Map, im Nightmare Modus, und wir werden mal gucken, ob wir das schaffen, Leute, denn die Christmas Units sind zwar gut, aber reichen sie auch aus, um die Toiletten zu besiegen, vor allem, weil sie so verflucht teuer sind. Das werden wir jetzt zusammen herausfinden, Leute. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Toilet Tower Defense. Und heute, meine lieben Leute, heute machen wir eine Challenge. Und zwar möchte ich heute nämlich nur Weihnachts-Units benutzen. Und der ein oder andere, der wird sich jetzt denken, oh mein Gott, das ist doch überhaupt nicht schwierig. Doch, meine lieben Leute, denn ich nutze wirklich nur Weihnachts-Units und ich zeige euch mal, wie das aussieht. Wir unequippen erstmal alle Leute, wir holen uns Titan Present Man, Sinister Titan TV Man, zwei sehr starke Units, aber auch sehr teuer. Wir holen uns Center TV Man, Elf Camera Woman und, last but not least, Reindeer Speaker Man. Und das ist es, Leute, aber wir haben keine Medic-Einheit dabei und ich möchte zu Toilet Lab gehen, Leute. Ja, wir werden Toilet Lab wahrscheinlich nicht schaffen mit der Config. Kann ich mir jetzt ganz schwer vorstellen. Aber wir werden trotzdem mal gucken. Denn im Christmas-Modus spielen ist meines Erachtens Quatsch. Denn da kriegen wir A, erstens mal ein bisschen mehr Geld und B, warum, was ist das? Außer die Map ist hier immer noch verbuggt. Dann überlege ich es mir zweimal. Finn hat mir eine Santa Crate gegiftet. Oh, Finn. Oh, Finn, das ist wirklich sehr, sehr, sehr lieb von dir. Ihr müsst mir nichts giften, Leute. Lasst das bitte. Giftet mir bitte nichts, Leute. Ich habe genug von dem ganzen Stuff. Ich habe auch alle Units. Das ist sehr, sehr nett von euch. Aber giftet mir bitte nichts. Was ist hier los? Kann ich die Map nicht spielen? Ey, ich versuch's jetzt. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Alright, Leute. So, ich versuch's jetzt noch einmal. Wenn es dann nicht geht, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Aber ich wollte halt nicht den normalen Nightmare-Modus spielen, eigentlich. Hatte ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf. Ich wollte schon... Ah ja, danke schön. Okay. So, wir gehen hier mal auf Nightmare. Boah, ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hinbekommen. Ich sag's euch einfach so, wie es ist, dass ich mir nicht sicher bin. Wir haben am Anfang 200, glaube ich. Soll ich den... hier hinstellen? Hier ist irgendwie auch dumm, oder? Ich stelle den mal hier hin. Und wir haben ja zwei. Das heißt, ich stelle zwei davon dahin. Wir haben ja $200. Und im nächsten Schritt machen wir dann die Santas. Ich glaube, das ist ganz gut. Und vielleicht bis Wave 10 einen Autoskip, damit wir einfach schneller Geld bekommen. Hm? Das wär doch vielleicht eine Idee, oder? Wäre das eine Idee? Und dann hier die Santas. Was natürlich wieder nicht funktioniert. Okay, dann hier eben die Centers. Hier einer und hier einer, dann haben wir schon mal zwei. Und den dritten Center, den stellen wir dann irgendwo hin, wo es irgendwie machbar ist. So, einmal hier hingestellt. Zack, die Bohne. Und den nächsten Center stellen wir dann hier hin. Und da müssen wir natürlich nur schauen, dass wir Elf Camera Woman auch upgraden. Aber gerade geht's noch so relativ... Ja, aber wenn dann schnellere kommen, dann wird das wahrscheinlich nicht mehr so gut funktionieren. Okay, wartet mal. Aber ich muss hier trotzdem noch einen Center hinstellen. Das hilft gar nichts. Und ich könnte dann ja noch... Ich könnte dann ja noch einen dritten Elfen hinstellen. Möglicherweise. So. Der Autoskip, der ist noch an. Wie gesagt, bis Wave 10 bin ich guter Dinge, dass wir es schaffen. Wenn ich die auch entsprechend upgrade hier. So. Ja, okay, gut. Oder auch möglicherweise nicht. So. Komm, mach die kaputt. Hau drauf. So, wir machen mal den Autoskip jetzt aus. Sonst wird es, glaube ich, jetzt gleich sehr, sehr gefährlich. Es wird schon gefährlich. Es wird schon sehr, sehr gefährlich. Oh, Junge, 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 Junge. Oh, Junge, Junge, Junge. Oh, 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 oh. Okay. Das ist nicht easy, ey. Das ist gar nicht easy. Nur Weihnachtseinheiten. Eieiei. Guckt euch das an, ey. Die Claw-Toilet ist auch schon durch. Kann ich hier irgendwas noch machen? Nee, also ich glaube, das wird... aushaltbar sein, ne, bei Toilet Lab. Ich glaube, das wird aushaltbar sein. Die Frage ist jetzt nur, da kommt ja auch eine Boss-Toilette. Die Frage ist jetzt wirklich nur, grade ich ab oder kaufe ich andere Units? Ich glaube, ja, da komme ich ja nicht weit. Da komme ich ja nicht weit. Da komme ich ja wirklich nicht weit. Das ist ja richtiger Quatsch mit Soße hier. Guckt euch das mal an. Das ist ja richtiger Quatsch mit Soße. Was auch immer ich hier gerade veranstalte, Leute. Es funktioniert nicht.
Es funktioniert einfach nicht. Okay, wie viel Leben haben wir denn verloren? Gut, aber wenn die halt durchkommt, dann ist halt hier Ende im Gelände. Ich bin gerade dezent ein wenig überfordert, Leute, muss ich sagen. Aber das ist genau das, was ich meinte. Dass das halt eben wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Guckt euch das mal an. Der macht auch nicht genügend Damage, als dass es sich jetzt lohnen würde. Oder? Na gut, der kriegt die schon down, aber... Okay, egal. Wir lassen uns jetzt davon einfach mal nicht beirren. Und wir warten jetzt einfach mal. Ich meine, 8600. Der macht pro Sekunde 500 Damage. Ja, nö. Das ist trotzdem nicht gewonnen. Irgendwie hat er auch zu spät angefangen. Ah, das ist echt schade, ey. Das ist wirklich schade. Ich glaube, der macht uns richtig fertig jetzt. Ich glaube, der macht uns richtig fertig. Ja, nee, macht er nicht. Okay, alles klar. Ja, dann sollten wir da jetzt vielleicht schlicht und ergreifend niemanden mehr durchlassen, oder? Das wäre doch einfach mal so eine richtig, richtig, richtig krasse Vorgehensweise, oder? Wenn wir jetzt einfach keinen mehr durchlassen, damit wir hier vorne noch eine AOE-Unit haben. Damit die einfach schneller kaputt gehen. Und da muss ich wirklich langsam mal echt ein Upgrade fahren. Wir graden jetzt die beiden hier noch ab auf Level 3. Wir brauchen die Pistolen, dann wird schon ein bisschen anders aussehen. Mal 200, kann ich den noch upgraden hier? So, der da hinten, macht der auch was? Ey, es ist so weird, das ist so weird. Ja, gut, jetzt sind wir ja eh tot. Also ich meine, jetzt sind wir sowieso tot. Also ich glaube nicht. Ja, komm. Das ist richtiger Quatsch, ist das. Richtiger Quatsch mit Soße. Das kann ich aufhören. Ja, wartet, ich bleib noch drin, damit ich das Geld wenigstens bekomme. Ah, Mann, wie mache ich denn das? Okay, pass auf, wir spielen nochmal. 8 Pakete habe ich bekommen, yo. Richtig gut, ey. Aber 150 Dollar immerhin. Hey, ist auch was. Alright, so, wir probieren es jetzt nochmal, aber jetzt ohne Autoskip. Und ich stelle jetzt hier einen Center hin und werde dann hier hinten den 11 Camera, wo man hinstellen, sobald es funktioniert. Ah, komm, einer ist durchgekommen. Egal. Völlig Wayne. Einer reicht. Oder eine. Es reicht locker. Erstmal hier noch ein Upgrade fahren dann. Und dann sollte das auf jeden Fall schon mal gehen. So. Upgrade für 200. So. Oh Mann, das ist so ultra langsam, ey. Und dann hier vielleicht einen Reindeer Speakerman noch hingesetzt. Und dann möchte ich hier vorne eigentlich die Kollegen hier mal hinsetzen. Aber das wird noch ein wenig dauern, bis wir das machen können. Leider Gottes. So, das ist halt auch dumm, die splitten sich jetzt hier auf. So, jetzt spare ich hier mal auf den Reindeer Speakerman. Ich glaube, ein Santa TV-Man. Ja, wobei, wir brauchen eigentlich schon mindestens zwei. Wir brauchen mindestens zwei, sonst wird das nichts. Ich habe jetzt hier zwei 11 Camera Woman. Guck mal, die kriegen nicht mal die Glasses Toilet down hier. Das ist unfassbar, ey. Das ist so unfassbar, wie viel Kohle wir im Christmas-Modus bekommen im Vergleich. Das ist wirklich so krass. Okay, komm, wir skippen wieder. Jetzt haben wir hier gleich die 500 zusammen für ihn hier. Und den stellen wir dann direkt hier vorne ran. Direkt hier so, damit der überall hier vorne rankommt. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, weil die werden den halt nicht down kriegen, ne? Die Dual Claw Toilet, die wird durchlaufen noch. Warte mal, dann... Aber wenn ich den da hinten hinstelle, das ist so dumm. Gut, aber was soll ich jetzt machen? Bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, sonst kommen die alle durch und ich verliere wieder. Muss ich den eben da hinten derweil stehen haben. Hilft auch nichts. It is what it is. So, wir upgraden jetzt den und den. So, damit die schon mal mehr Damage machen. Da kommt schon mal die erste Boss-Toilette mit 16.000. Das ist auch nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das Problem ist, wenn ich den jetzt wieder verkaufe, dann bringt mir das einfach gar nichts. Oh, Leute, heute habe ich es wieder. Nur Weihnachtseinheiten. Mega easy. Toll! Das ist echt ein Armutszeugnis, Leute. Das ist wirklich ein Armutszeugnis. Das kann er auch nicht mehr rausreißen hier hinten. Nicht mal, wenn ich die Wave skippe. Nicht mal dann. Warum kommen denn bei Wave 6 schon diese Einheiten, yo? Das kann doch einfach nicht dein Ernst sein, oder? Wie soll ich das denn im Nightmare-Modus schaffen? Ich kann auch den Hard-Mode nehmen. Ja, der wird dann wahrscheinlich wieder zu einfach sein. Das ist halt nicht mein Anspruch. Und irgendwie hier mit dem Schaden. Ist das immer noch so, dass der so komisch Damage abzieht? Guckt euch das mal an. Also, irgendwie ist das sehr wild. Ja gut, Leute, nicht geschafft, würde ich sagen. Einfach nicht geschafft, ne? Also,
ich glaube, wir können uns sicher sein, dass wir das einfach mit... Also den Nightmare-Modus damit nicht hinbekommen. Alright, Leute. So, wir versuchen jetzt mal den Hard-Mode, damit ich nicht völlig anfange zu weinen. Probieren wir jetzt einfach den Hard-Mode aus. Weil sonst, Leute, könnte es wirklich passieren, dass ich hier on-cam anfange zu weinen. Nee, aber mal for real. Also das... Ich meine jetzt auch mal ein Auto, es gibt nochmal an. Das kannst du doch nicht keinem erzählen. Nur Weihnachts-Units. Also ich wusste, dass es kernig wird, aber ich habe es mir, gelinde gesagt, ein klein wenig einfacher vorgestellt. Muss ich jetzt auch einfach mal so zugeben. Ich dachte irgendwie, das wäre wirklich einfacher. Aber, jo, ist eben nicht so. So, wir werden jetzt hier auf jeden Fall zwei von den Santas hinstellen. Also wir machen genau das Gleiche, wie jetzt eben gerade schon die ganzen Runden, die nicht funktioniert haben. Einfach, weil wir es machen müssen. Es hilft nichts. Wir müssen ja irgendwie rankommen an die Geschichte. Und dann so schnell als möglich hier die dicken Titans hinstellen. Das muss so schnell wie möglich gehen. Und klar, ich mache mir gar keine Illusion, also den hier abzugraden, das wird nur im... übelster Krampf. Okay, ich muss mal einen upgraden hier. Ich muss mal einen upgraden hier, damit die mehr Range bekommen. Also, Santa TV Man hin oder her, aber könnte halt schon im Hard Mode schon ein bisschen gefährlich werden. Ja, es könnte beim Hard Mode schon gefährlich werden. Da ist schon einer durchgekommen. Gut, der ist mir jetzt egal, den lassen wir jetzt einfach durchsausen. Das ist mir jetzt egal. Warum habe ich jetzt den geupgradet direkt? Das war... Oh nein, ich wollte den hier upgraden. Mann, oh Mann, oh Mann. Das war nix. Das war nix jetzt. Mann. Aber gut, die haben jetzt nicht so viel Leben. Ja, ihr könnt ruhig durchkommen, ne? Ihr zwei kleinen Small Toilets. Wenn er meint und wenn er dann glücklich seid, dann könnt ihr das schon machen. So, wir graden die jetzt ab. Da haben wir schon mal zwei von denen auf Level 3. Level 5 wäre so angeraten. Das wäre so das, was funktionieren würde. Und ja, ich gebe mich der Illusion nicht hin. Ich weiß, dass ich mich im Hard Mode befinde. So, und den nächsten würden wir jetzt auch noch hinbekommen. Dann wäre das mächtig nice. Zack, jawohl. Sehr gut. Okay, alles klar. So, das nächste Upgrade, das wäre natürlich sehr, sehr wild. Aber wir müssen erstmal den Center jetzt upgraden, Leute. Und dann bräuchten wir eigentlich schon einen von denen. Oder halt eine AOE-Unit. Aber der ist halt auch so teuer mit 500. Ich finde den so teuer einfach. Ah gut, wir sind jetzt hier schon mal weiter, wie wir vorhin jemals waren. Ist aber halt auch nicht der gleiche Modus, ne? Das muss man mal so sagen. Okay, 500, ich glaube, ja, das ist jetzt die Frage, die machen... Oh, Teacher-Toilet, guten Tag, Teacher-Toilet, na? Hallo? Oh, das ist die Evil-Wave, Leute, das... Oh, guck mal, das ist die Evil-Wave. Oh, ich habe die Evil-Wave. Oh, nice, okay. Abzeichen freigeschalten, ich habe das Abzeichen bekommen. Okay, not bad at all. Sehr gut. Ich habe 1000 Coins durch die Evil-Wave bekommen, Leute. So, sehr, sehr gut, Leute, sehr, sehr gut. Sehr, sehr nice. Evil Wave ist ziemlich selten, glaube ich sogar. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. 1190. Was mir so auffällt, ist, dass Elf Camera Woman immer den Kopf so schief legt. Okay, pass auf, dann können wir hier eigentlich die Santas upgraden und können hier noch einen Santa hinstellen. Weil wir brauchen Geld, 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 Geld. Wir brauchen ganz viel Geld. 750, der macht schon mal gut Kohle. Warum ist das nicht im Nightmare-Modus? Warum hat das da nicht funktioniert? Wieso hat das da nicht funktioniert? Oh, guck mal, er zieht so wenig ab noch. Oh mein Gott, ey. Also ich glaube nicht, dass er uns hier so den Popo retten wird. Schon mal eine Elf Camera Woman upgraden. Das ist schon mal sehr richtig und wichtig. Und dann auch die nächste direkt upgraden. Dann machen die schon mal sehr, sehr wild Schaden, Leute. So, alright, dann der nächste Center. So läuft das, Leute. So läuft das. Wie viel haben jetzt die zwei Toiletten abgezogen? Oder drei waren es doch? Oh, guckt euch das an hier. Minigun-Toilets. Die werden von Elf Camera Woman so wegrasiert hier. Holy Macaron. So, dann können wir den hier direkt mal upgraden. Ist auch gleich möglich. So, bam. Jawohl. So einer ist... So ein Ding ist das nämlich hier. So. Okay, alrighty. Alrighty. So, dann machen wir die Santas nach oben. Dann wird man mich loben. So, machen den Autoskip an, einfach weil ich lustig bin. Einfach nur deswegen, weil ich es kann. Und einfach nur mit der Gefahr hin, dass ich mich dann ärgern muss. Wunderbärchen prächtig. So, dann machen wir den nächsten Elf Camera Woman. Bam. Guck mal, so viel ziehen die dem nicht ab. Ja, wir haben 68.000, also. So, sind die schon mal Max Level. So, können wir den noch upgraden hier. Sehr gut. Oh, jetzt ist mein Fuß eingeschlafen, Leute. So, wir haben hier nochmal 1000 und 2000. Kostet das nächste Upgrade. Bam. Okay. So, dann haben wir alle mindestens schon mal auf Level 5. Das ist schon mal sehr gut. So, dann können wir eigentlich im nächsten Schritt jetzt ihn hier upgraden.
Und zwar jetzt, bam. Sehr gut, 2600 Damage macht er jetzt. Mit einem Cooldown von 0,4. Er hier, ja, den werde ich halt auf Level 2 upgraden, aber das letzte Upgrade, das werde ich wirklich nur machen, wenn wir wirklich immens viel Geld haben, wovon wir ja aktuell noch sehr entfernt sind. So, aber das Upgrade hier, das können wir fahren. 40.000, ey, das ist so lächerlich, ne? Alright, so, 2.000. Okay, jetzt haben wir alle auf... Ne, haben wir nicht. Den hier noch auf Level 6 bringen. Na, kommt! Auf geht's! Macht sie kaputt, bitteschön. Ich möchte upgraden, danke. Direkt den nächsten auf Level 7. Ah, die Xanthas. Ich hoffe, dass er die nicht nerven wird, Tillandrick. Also, und wenn ihr nerft, dann ihr reduziert auch die Preise. So, ich gehe mal ganz kurz einen auf Bergsteiger machen. Ich will mal schauen, was hier so abgeht. Uiuiuiui. Das Map-Design, ne? Das Map-Design. So, 8000. Da könnten wir jetzt eigentlich sparen auf Level 4 vom Sinister Titan TV Man. Und ich denke auch, das machen wir. Jo, das machen wir auch. So, bam. So, sehr gut. 4700 Damage. Okay, so, und jetzt können wir eigentlich die hier upgraden. So. Bam. Fast alle auf Max Level. Damit wir vielleicht doch noch in den Genuss kommen, Titan Present Man auf Level 3 zu bekommen. Irgendwie. Möglicherweise. Ist auch nice. Die kommen hier raus und werden direkt weggesnackt. So, 6000. Dann können wir eigentlich den nächsten hier upgraden. Die kommen hier eh nicht durch. Ja, das ist Hard Mode, Leute. Und das ist das Problem. Die Kluft zwischen Hard und Nightmare ist so riesig. Das ist wirklich brutal. Der Schwierigkeitsunterschied, meine ich. So, sind wir maximal. Aber es ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen buggy, oder? Mit dem Schaden. Mit dem Schaden verteilen. Oder täuscht mich das vielleicht? Kann auch sein, dass mich das täuscht. So, alright. 12.000. So. Nächstes Upgrade. 14.000. Können natürlich dann auch noch einen zweiten. Aber guck mal, wie lange das hier im Hard Mode schon dauert, bis wir die zwei hier nach oben gelevelt haben. Das ist wirklich uferlos. Also richtig uferlos ist das. Klar, jetzt geht es ein bisschen schneller hier am Ende, aber trotzdem. So, nochmal ein Upgrade. Jetzt nochmal 18.000, Leute. Für die Sense. Für die dicke Sense. So, kriegen wir jetzt aber easy zusammen. Ist gar kein Problem. So, easy. Bam, Max Level, jawohl. So, der rote Kreis ist, glaube ich, von der Sense, ne? Das ist, glaube ich, der Damage Output von der Sense. Das blaue ist der AOE und das weiße ist der Schneeball. So, und jetzt können wir auf Titan Present Man sparen. Aber das mit der Sense, der macht nur einmal in der Sekunde die Sense. Ja, also das wäre ja viel heftiger, wenn der die Sense die ganze Zeit reinhaut und so weiter, weil die Sense macht am meisten Damage. Oh, Autoskip, jawohl. Oh Mann, ey, 40.000, das ist echt uferlos. Das kostet so viel einfach. Das ist so wahnsinnig, was das Geld kostet, den abzugraden. Und dann finde ich den noch nicht mal so gut. Also, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Das fühlt sich nicht so an, als würde der High Damage schieben. Das ist das Problem. Das fühlt sich einfach nicht so an. Da kann man mir erzählen, was man halt will. Ja, das mag schon sein, aber es fühlt sich einfach nicht so an. Das ist nicht wie so ein UTC, der hier ständig reinballert. Das ist irgendwie, ja, ist einfach ein bisschen weird. So, 40.000, zack, Max Level. So, dann hau mal rein hier. Dann stelle ich hier noch einen zweiten hin von dem. Bam. So. Jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren, ne? Jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen, möchte ich jetzt mal behaupten. Finde halt auch die Range nicht gut. Also, ja, weiß ich nicht. Also irgendwie, wir hatten bei den Turkey-Einheiten, hatten wir so eine heftige Range. Jetzt haben sie die Range wahrscheinlich ein bisschen zurückgenommen. Ich beobachte all das von meinem kleinen Steinchen hier oben. Ui, guck mal. Das ist aber ein schöner Spot hier. So, warte. Dann können wir das hier noch upgraden. Bam. Damit auch der zweite seine wunderbare Sense bekommt. Und damit wir auch alles hingestellt haben, werde ich hier noch den Reindeer hinstellen. Den machen wir mal hier hin. So. Guck mal, dann hat der auch ein bisschen was zum Mitmeißeln. Auch wenn wahrscheinlich kein einziger Gegner in die Nähe von ihm kommen wird. Aber egal. Völlig Wayne. Juckt quasi keinen. So, in dem nächsten Schritt können wir das nächste Upgrade fahren. Und immer schön den Autoskip aktiv lassen, Leute, ne? Das ist auf jeden Fall der Credo des Tages. Das Credo. Der Credo. Der, die das. Deutsch-schwere Sprache. Wave 44 im Hard Mode, Leute. Wäre mir lieber, das wäre der Nightmare Mode. Aber hey, das ist halt so. Ich kann es auch nicht ändern. Ihr könnt ja selber mal versuchen, nur mit Christmas Units, wenn ihr die ganzen Units habt, zu spielen, ohne Medic etc. Wobei der Medic, der macht das Kraut auch nicht mehr fett. Also das wäre jetzt im Nightmare-Modus auch völlig egal. Das wäre tatsächlich sowas von egal. So, warte mal. Jetzt kann ich hier noch einen von denen hier hinstellen.
So, den kann ich dann direkt auf einmal upgraden. So, dass der nur 3 Level hat. Ich weiß nicht. Ich glaube sogar, das ist die Unit mit den wenigsten Leveln. Kann das sein? Ist schon krass, was die Schneewelle hier abziehen. Ja, die haben ja Splash auch noch. Guckt euch das mal an. Also, er ist schon Liebe. Sinister Titan TV Man ist schon Liebe. Er sieht zwar ein bisschen komisch aus, finde ich, mit seinen Alien... Antennen, aber ansonsten ist alles gut. So, kriegen wir den letzten Present Man auf Level 3. Ich wage es irgendwie leicht zu bezweifeln. Uiuiuiui. Wisst ihr was? Ich verkaufe den. Und ich verkaufe die. So, dann sollten wir ihn jetzt auf jeden Fall auf Level 3 bringen. Komm, wir brauchen die alle nicht. Ist ja Quatsch mit Soße. So, bam, zack. Okay. Nice. So, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und jetzt könnte ich, weil ich so lustig bin, Frage ist nur, wohin? Hier noch einen hinstellen. So, warte, ich verkaufe die. So, okay, gut. Dafür hat es jetzt nicht mehr gereicht. Aber egal. Ja, Leute, das ist ja easy hier. Das ist ja wirklich sehr, sehr easy. Hard Mode ist mir dann schon wieder zu einfach eigentlich. Ist dann schon wieder viel zu einfach. Aber gut, okay. Wir haben mit Christmas Units den Hard Mode geschafft, Leute. Wir gehen mal zurück zur Lobby. Wir haben nur 50 Pakete bekommen auch. Holy Macaron, ey. Aber dafür halt ein bisschen Geld. Alright, Leute. Ich würde sagen, dass es das mit dem Video war. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst gern einen Daumen und ein Abo da. Müssen wir hier den Trade, die Trade-Einstellungen wieder ausmachen hier. So. Ja, nur Friends. Davon habe ich nicht viele. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da und abonniert gerne rein. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao.